Wir sehen hier insgesamt drei Stationen mit verschiedenen Kräftigungsübungen für verschiedene Schwerpunkte. Die erste Station links am Pfosten beschäftigt sich mit Terrabandübungen für den Schulterbereich. Diese Übungen werden auf einem wackeligen Untergrund ausgeführt. Die zweite Station rechts ist die sogenannte Core-Station. Hier wird für den Körperkern, also insbesondere für den Bauch- und den Rückenbereich, verschiedene Übungen durchgeführt. Und die dritte Station befindet sich hinten in der Bildmitte. Dort haben wir es mit einer sogenannten Minibandstation zu tun. Und hier geht es insbesondere um die Stabilität der Beinachsen, die hier trainiert wird. Jede dieser großen Stationen ist aufgeteilt in insgesamt vier Teilstationen. Insgesamt haben wir ja drei Spieler, die pro großer Station tätig sind. Das heißt, auf jeder großen Station ist eine der Teilstationen gerade unbesetzt. Die anderen drei laufen hier mit Übungen. Alle 45 Sekunden gibt es ein Signal und die Spieler sind angehalten, dann direkt beim Eintreten dieses Signals innerhalb ihrer großen Station zur nächsten Teilstation weiter zu pendeln. Das heißt aber auch, dass es keine direkte Pausenzeit gibt, sondern es geht darum, sofort zur nächsten Station zu gehen, dort die Übung sofort wieder aufzunehmen. Es gibt immer nur alle 45 Sekunden ein einziges Signal. Es wird also nicht unterschieden zwischen Übungszeit und Pausenzeit. Jede der vier Teilstationen soll von jedem Spieler insgesamt zweimal durchlaufen werden. Erst danach wird innerhalb der großen Stationen rotiert. Wir schauen uns diese großen Stationen mit den jeweiligen Teilübungen einmal im Detail an.